Hallo Leute und willkommen zum Teambuilding, zum Team Meowsicide von Linux. Und ich würde sagen, schauen wir uns erstmal einfach sein Team an. Und als ich das wirklich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir einfach nur, Megaglora X hat eigentlich ein super Matchup, denn alles, was ich wirklich nicht mit Flammblitz treffe, das treffe ich eigentlich mit Donnerschlag zum Beispiel. Und ich denke, das werde ich auch so mitnehmen. Das Einzige, was davon nicht getroffen wird, wird eigentlich sein Latias sein, Latios. Und selbst wenn Latios beiden Attacken resistiert, es wird höllischen Schaden machen. Also Flammenblitz auf plus 1 mit hartem Wesen wird auf jeden Fall nicht so gut wegzustecken sein. Und deswegen denke ich auch, er wird eher ein gescarftes Latios oder ein gescarftes Cobalion mitbringen, wenn er überhaupt eins von beiden mitbringt. Aber es wäre schon sehr naheliegend, wenn er eins von beiden mitbringt oder nicht, wenn nicht sogar beide. Denn Cobalion kann ja sehr gut die Tarnschar legen oder auch mit der Kobra-Beere mich irgendwie luren und dann mit einer Standkante treffen. Aber da werde ich natürlich auf jeden Fall aufpassen müssen. Latios wird eventuell gescarft sein, wie gesagt. Einfach damit es mich Revenge killen kann. Und generell sollte es eigentlich nicht den Z-Kristall tragen. Denn der Z-Kristall würde eventuell etwas machen, wenn ich versuche, ihn mit meinem Despotar zu trappen. Aber die Sache ist einfach, Despotar kann ich genau so auslegen, dass eben dieser Z-Kristall mich nicht unbedingt irgendwie besiegen sollte. Z-Erdbeben oder Z-Surfer stehen ihm da zur Auswahl. Ansonsten muss er auch Pixie mitnehmen, einfach damit er einen richtigen Check gegen Megaglorix hat, denn das Einzige, was es wirklich hier aufhält, ist ein unkenntes Pixie mit Donnerwelle. Denn mit Unkenntnis wird es auf jeden Fall einen Flammenblitz tanken können, denn wir sind ja quasi da nicht geboostet. Und nicht geboostet wird es voll physisch defensiv auf jeden Fall einen Flammenblitz tanken, da bin ich mir relativ sicher. Oder was heißt mir, ich bin mir relativ sicher, ich habe es gekalkt. Oder ich habe diesen Kalk auch im Kopf. Also es wird einfach nicht passieren, dass Flammenblitz ein unkennendes Pixie irgendwie One-Hit-Killen kann. Es wird einfach nicht gehen. Aber die Sache ist, wir können Pixie auch irgendwie anders luren. Zum Beispiel mit Meditales, das ich mitnehmen kann. Denn er hat wirklich kaum etwas, das er in Meditales reinzwitschen will. Nicht wirklich. Und selbst Pixie will er eigentlich auch nicht reinzwitschen, aber er hat dann sonst keine andere Option. Und dann werde ich das irgendwie mit dem Gift-Tip lohnen können. Und das wäre auch super, wenn das wirklich klappt. Ansonsten haben wir hier auch ein gutes Matchup von Despotar mit Verfolgung, wie gesagt. Also mit Verfolgung kann ich auch sehr gut arbeiten. Denn wenn ich sein Latios oder sein Ziorgon trappe, dann wird der Megaglory X wirklich kaum etwas noch zu entgegensetzen haben. Also wirklich gar nichts. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Cobalion mit dieser Anti-Feuerbeere wäre eben eine Option, aber die Sache ist, ab einer gewissen Range werde ich das auf jeden Fall auch besiegen können. Wenn Cobalion zum Beispiel sein Tarnsteinerleger ist, dann muss es irgendwie auch etwas Chip-Damage bekommen. Und das werde ich auf jeden Fall irgendwie ausnutzen können. Generell bekommt Megaglorix auch super Setup gegen seinen Shaman zum Beispiel oder gegen seinen Alola Slimog oder eigentlich auch gegen seinen Koalelu, denn ich weiß nicht so genau, was Koalelu mir machen sollte. Ansonsten Blitzer wird auch wirklich kaum Schaden auf Megaglorix machen und ich glaube, darauf werde ich eventuell auch sogar Setup bekommen. Ich glaube, das Stärkste, was es wirklich machen kann, wäre ein Wahlglas-Spukball, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich überhaupt mitnehmen will. Denn er hat dann theoretisch genug Setup-Fodder für Megaglorix und er muss auch irgendwie mit den anderen Threads klarkommen und ich sehe auch nicht, wie er hier mit Blitze irgendetwas reißen kann. Es würde auf jeden Fall mein Manaphy noch outspeeden und es Revenge killen können, aber ich habe nicht vor, mit Manaphy hier zu sweepen, einfach weil er zum Beispiel noch Latios hat, er hat eben seinen Blitzer, er hat sein Cobalion und sein Mega Aerodactyl, das schneller sind oder mit mir speedteilen können. Ziorgon hat er natürlich auch, das mit mir speedteilen kann und eventuell sogar die Screens rausholen kann, also den Lichtschild und den Reflektor. Aus diesem Grund denke ich einfach nicht, dass mein Manaphy so viel machen wird, auch wenn ich gar nicht mal so schlecht Setup bekommen würde, glaube ich. Aber er hat eben so viele Pokémon, die schneller sind. Gerade Blitzer wird schneller sein und mich mit einem Donnerblitz sehr wahrscheinlich rausnehmen können. Also es gibt wirklich keine Möglichkeit, wie ich da irgendwie mit meinem Manaphy etwas reißen kann. Außer ich gewinne zum Beispiel einen Speedtail gegen Shaman. Und ich erwarte wirklich, dass er Shaman mitbringt irgendwie. Also ich weiß wirklich nicht, warum er Shaman nicht mitbringen sollte. Shaman sollte ja mein Manaphy irgendwie checken können. Es kann mit Leech Seed ziemlich nerven. Und generell, es kann zum Beispiel jedes Mal gegen Flunschläge reinkommen. Die Paralyse von Ladungsstoß ist ihm auch vollkommen egal, denn es hat ja diese Fähigkeit innere Kraft. Es muss nur rauswechseln und dann kann es sich wieder fröhlich weiter schocksamen, wie die Attacke heißt. Ja, schocksamen heißt sie. Denn mit der Fähigkeit
macht es die Paralyse quasi wirkungslos, wenn es auswechselt. Ja, dann ist es einfach nicht mehr paralysiert. Ansonsten sehe ich auch ein gutes Matchup für Shaman, einfach weil es zum Beispiel auch ganz gutes Matchup gegen mein Tangela hat, denn ich müsste theoretisch dann Tangela in dieses Shaman rein switchen und wenn er eben diese ganzen Special Defense Drops bekommt und dann irgendwann mit Luftschnitt eingreift, dann habe ich auch nicht mehr so gute Karten, was Tangela betrifft. Generell, Kobalion mit Setup wird auch einiges gegen mich machen können, glaube ich. Gerade weil es mit einem Speedwert von 108 so viel schneller ist als meine ganzen anderen Pokémon. Also ich muss da irgendwie ein Scarf haben. Oder mein Bisbark werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen müssen. Ich meine, wenn ich dann wirklich Despotar zum Trappen mitnehme, und das kann ich auch, um seinen Latios oder seinen Ziaugon zu trappen, dann werde ich wahrscheinlich auch Bisbark mitnehmen. Denn, also seine Resistenz gegenüber Normalattacken ist eigentlich nur sein Mega Aerodactyl oder sein Kobalion. Und das kann ich auch ausnutzen, denn er hat wirklich gar kein Switchen in mein Bisbark. Mein gutes, gutes, altes Bisbark. Gut, dann habe ich da jetzt einfach vorweggenommen, was ich so mitnehmen werde, denn alles, was ich gerade genannt habe, muss ich ja nicht mitnehmen. Eventuell sollte ich vielleicht noch Tentoxa erläutern, aber das mache ich gleich. Erstmal den Split auf mein Mega Galore X, denn das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich habe hier ein hartes Wesen, einfach für maximalen Damage Output, aber ich habe auch noch ziemlich viel Speed, weil ich ansonsten nicht Mega Aerodactyl auf +1 outspeeden würde. Diese 228 EVs, die ich da habe, brauche ich wirklich, um ein frohes Mega Aero zu outspeeden. Also es ist wirklich unglaublich schnell. Ich werde es auf jeden Fall outspeeden müssen, denn es wäre einfach doof von mir, das nicht outspeeden zu wollen. Einfach weil er es sehr, sehr sicher mitnehmen wird. Ich weiß auch nicht, ob er mit Donnerschlag rechnen wird, aber ich glaube, ich werde mit Donnerschlag es auch killen können auf +1. Also selbst wenn er maximales KP-Investment hat, werde ich mit Donnerschlag auf jeden Fall einen Kill bekommen. ich habe so in dieser Konstellation keine Tarnsteine im Set, aber die brauche ich auch nicht wirklich. Ich glaube, wenn ich die auslegen würde, dann würde ich auch ziemlich viel Momentum verlieren. Einfach weil er mit seinem Latios eigentlich einen ziemlich guten Defog hat und in Latios will ich auch wirklich gar nichts reinswitchen. Also ich habe da auch wirklich kaum Switch-ins, außer mein Despotar und ich kann eben nicht wissen, ob sein Latios eben diese Z-Attacken haben kann. Kann es eventuell eben haben, denn es würde auf jeden Fall mein Despotar hart treffen und wenn ich mein Despotar verliere, wäre das schon ziemlich schlecht für mich. Ich denke, Ruhrort auf Mega Glora X ist relativ selbsterklärend. Also ich kann mich ja zum Beispiel gegen Blitzer wieder hochheilen, ich kann mich gegen seinen Slimeok hochheilen. Das wird mir auf jeden Fall zugutekommen. So, kommen wir jetzt noch zu meinem Despotar. Das ist ein Split, den ich wirklich erstmal erklären sollte. Also hier habe ich auch ein frohes Wesen und sehr viel Speed-EVs, damit ich seine Latios outspeeden kann, denn Latios zu outspeeden ist auf jeden Fall so ein Schlüssel. Denn wenn ich Latios outspeede, kann ich auch seinen Shaman outspeeden, ich kann seinen Kobalion outspeeden und ich kann seinen Ziaugon outspeeden. Und das wirklich zu 100%. Außer sie sind eben gescarft. Wenn die eben gescarft sind, dann kann ich die einfach trappen. Oder wenn Kobalion gescarft ist, dann muss es sich in irgendeinen Attacker locken. Und wenn es eben Nahkampf ist, kann ich zum Beispiel einfach in meinen Tentacruel gehen, also in meinen Tentoxa gehen. Und das Ganze abfangen. Generell werde ich auch in meinen Tentoxa gehen können. Ich werde es auf jeden Fall auch nur dafür mitgenommen haben. Aber erstmal, um den Split von Despotar zu Ende zu klären. Also dieses Investment ist dafür, dass ich ein Z-Erdbeben leben kann und eventuell zwei Life Orb Surfer, also zwei Surfer, die von Leben aufgeboostet wurden oder zwei Kraftreserve Kampf, die nicht von Leben aufgeboostet wurden und generell, es ist relativ bulky, aber ich brauche diesen Bulk auch wirklich, damit ich eventuell sogar in seine Latios rein switchen kann, denn wenn ich kein Switchen für Latios habe, dann wäre das schon sehr fatal. Ich brauche nämlich wirklich mein Meditalis, mein Mega Glurix und meinen Bisbark für diese Sweep-Option oder beziehungsweise Wallbreaking-Option oder Option zum Cleanen. Wenn ich Latios wegbekomme, wäre das auf jeden Fall sehr, sehr gut für meinen Mega Glurix. Oder auch für mein Meditalis wäre das auch genauso gut. Feuersturm wäre hier natürlich einfach nur, um Kobalion zu treffen. Denn ich will nicht auch komplett davon gewallt werden. Ich glaube, jetzt können wir auch einfach zum Tentoxa-Set kommen, denn es ist einfach ein Set, damit ich sein Kobalion wallen kann, denn bekanntlichermaßen kann Kobalion kein Erdbeben, was meinem Tentoxa sehr, sehr zugute kommt und deswegen ist es auch physisch defensiv. Ich habe ein bisschen Speed, damit ich sein Fuego outspeeden kann, wenn es Max Speed wäre. Ich erwarte eigentlich nicht, dass er Fuego mitnimmt, aber diese 28 EVs kann ich gerne dafür aufgeben. Nur für den Fall. Mit Diedewasser werde ich auf jeden Fall eventuell sein Kobalion burnen können.
ich kann mit Dunkelnebel einfach seine ganzen Boosts einfach negieren und das wäre auf jeden Fall ziemlich gut, denn er kann ja ein Gedankengut Pixie, ein Gedankengut Latios mitnehmen und das wäre sehr fatal, wenn das durchkommen würde. Und deswegen werde ich ihn auf jeden Fall nicht auf plus 2 kommen lassen. Im besten Fall wird er dann gar keine Boosts mehr haben und ich kann zum Beispiel seine Spezialdefensive irgendwie mit Säurespeier verringern. Das betrifft vor allem eben seinen Milotic und seinen Pixie und seinen Alola Slymog. Und der Turbodreher ist relativ selbsterklärend, also den brauche ich wirklich für meinen Mega Galuga X. Ansonsten haben wir hier unser Bisbug und wie gesagt, Bisbug hat einfach ein super Matchup gegen ihn eigentlich auch. Also eventuell wird man Mega Galuga X durchgehen, eventuell wird es Bisbug sein. Das kann ich erst sagen, sobald wir das Match gemacht haben. Also ich denke, beide werden ziemlich viel machen, einfach weil sie gegenseitig eigentlich schon ihre Checks wirklich anschippen. So etwas wie Pixie muss eben reinwechseln oder Milotic muss reinwechseln oder auch sein Cobalion muss reinwechseln. Gerade Cobalion ist wirklich sein einziger Switch in meinem Bisbug. Und wenn ich da zum Beispiel mit Kraftkoloss predicte, dann ist es auch kein Switch mehr. Dann kann ich im Endgame auch wirklich viel damit machen. Hier habe ich auch Stromstoß, einfach weil ich genauso wie Donnerschlag auf Mega Galuga X einfach seinen Milotic oder seinen Mega Aerodactyl treffe. Und ansonsten habe ich hier Fassade, falls er mich mit seinem Milotic irgendwie burnt oder versucht mit seinen Pixie irgendwie zu verkrüppeln. Das kann ja auch eventuell sein. Wenn ich vielleicht ein Toxin abkriege, kann es auch eine sehr, sehr große Hilfe sein. Natürlich hier das Walban für maximalen Damage Output und wie gesagt, er will gar nichts reinswitchen, also es wird alles mehr als 50% davon bekommen, egal wie physisch defensiv es ausgelegt ist. Also Cobalion ist das Einzige, das wirklich in Walband Rückkehr davon reinwechseln will. Wenn wir schon bei physischen Angreifern sind, ich habe ja hier noch mein Meditalis und also ich habe wirklich geplant, auf physischer Seite so viel Druck aufzubauen, dass entweder mein Bisbug oder mein Mega Galuga X durchgeht und das kann ich auch mit Meditalis, denn in Meditalis will er genauso wenig reinswitchen. Und ich habe mich hier für ein Doppel-Prio-Set entschieden. Wir haben hier den Patronenhieb und das Muggelhieb, also den Muggelhieb, sorry. Mit Muggelhieb können wir auf jeden Fall sehr gut eine Runde gewinnen. Aber auch in Turmkick will er nichts reinswitchen und das Einzige, was er wirklich reinswitchen würde, wäre sein Pixie und das treffe ich eben mit meinem Giftdieb sehr effektiv und das wäre auf jeden Fall super, wenn sein Pixie daran zugrunde geht, denn dann hat er wirklich nichts mehr, um mein Mega Glurak zu handeln, es sei denn, sein Cobalion ist gescarft und hat die Steinkante, aber wenn es gescarft ist, dann habe ich eben meinen Tentoxa, wie gesagt, und es wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn mein Meditalis genauso viel macht wie die anderen. Also ich hoffe wirklich, dass diese Lure aufgeht, also dass ich sein Pixie reinluren kann und es mit Giftheap einfach besiegen kann. Bin ausgelegt dafür, sein Fuego wieder zu outspeeden, also wir haben hier genauso viel Speed wie auf Tentoxa. Aber ich will wirklich nicht, dass es an Fuego scheitert, denn in Fuego habe ich auch kaum Switch-ins leider. Ansonsten kann ich mit Turmkick, wie gesagt, auch sehr viel Druck auf vorne mit Meditalis. Und das kommt mir auch zugute, dass ich hier 28 EVs in meine KP investieren kann, denn damit komme ich auf 139, das ist ein KP weniger als 140 eben. Und damit bekomme ich auch 11 Hits mit meinem Leben-Orb raus. Also 139 ist bekanntlichermaßen nicht durch 10 teilbar, nein. Deswegen können wir auch Elfen angreifen. Die restlichen EVs habe ich natürlich einfach in die Defensive getan. Ich brauche sie einfach nicht woanders. Gerade auch in Speed brauche ich sie gar nicht, denn ich wüsste nicht, was zwischen Fuego und seinem Shaymin mich outspeeden sollte. Also da gibt es eigentlich gar nichts. Zum Schluss bietet uns noch Tangela hier defensiven Rückgrat. Ansonsten hat Tangela hier natürlich den Gigasauger einfach für sein Milotic, denn ich will ja nicht einfach von Milotic gewallt werden. Es wäre halt ziemlich doof, wenn ich es eigentlich checken will, aber es nicht gewallt wird. Und eventuell kann ich damit auch in Blitzer reinwechseln. Blitzer werde ich eventuell aber, glaube ich, eher mit Despotar trappen, falls er es wirklich dabei hat. Aber ich glaube das einfach nicht, denn wenn er Blitzer dabei hat, dann wird er entweder Zyurgon oder Latios nicht mitnehmen können, denn er braucht diese Slots einfach, die er gegen meinen Glura X vor allem braucht. Und mit Tangela habe ich ansonsten einfach meinen Schlafpuder. Schlafpuder wird auf jeden Fall irgendwas einschläfern können. Ich bin mir da relativ sicher, denn Shaman will auch nicht wirklich reinwechseln. Ich habe hier auch die Kraftreserve Feuer und eventuell noch eine Matchbombe ins Set, aber das weiß er natürlich nicht, dass wir keine Matchbombe haben. Und mit Egelsamen werden wir auf jeden Fall ziemlich viel nerven können. Also wirklich, da kann eigentlich nur Shaman reinwechseln. Shaman will da eigentlich nicht reinwechseln. Könnte wirklich die Matchbombe haben, ich könnte es vergiften. Und Shaman hat eben keine Form von Recovery, außer eben seine Überreste. Und Shaman braucht er eigentlich, um eventuell mit meinem Mega Glory X zu speedtime oder mein Meditalis zu outspeeden, denn ich werde sehr wahrscheinlich mein
Despotar Scarf, und das weiß ich ja auch, denn mit Scarf Despotar kann ich einfach sein Latios viel, viel sicherer trappen. Oder dasselbe geht auch für Zyogon, dass ich sicherer trappen kann. So, also wie gesagt, der Plan damit ist einfach mit entweder Mega Gloria X oder mit Bisspark zu gewinnen. Despotar und Meditalis werden mir da auf jeden Fall sehr, sehr viel Hilfe schaffen können. Also ich denke, die beiden werden den Weg aufbereiten können, denn die vier haben ja relativ ähnliche Checks. Ansonsten kann ich einfach in mein Tentoxa oder in mein Tangela gehen und das Ganze abhaken, was hier Tarnsteine angeht, denn er hat Tarnsteine eventuell auf Pixie oder auf Kobalion und Tentoxa kann sie eben einfach wegspinnen oder hier mit Säurespeier angreifen, und Säurespeier verringert ja bekanntlichermaßen einfach ihre Spezialdefensive, das heißt, sie werden dann früher oder später rausgehen müssen und dann bekomme ich einfach ein Siedewasserburn. Also, man kann ja hin und wieder mal burnen. Also, ich hoffe, euch hat dieses Teambuilding-Video gefallen und ich hoffe, ihr versteht, warum ich das alles gemacht habe, und freut euch auf jeden Fall auf den Spieltag morgen und schaltet auf jeden Fall ein. Bis dahin, ciao.